Lysosomen sind Abschnürungen aus den Schläuchen des Golgi-Apparats. Sie sind so etwas wie die Müllabfuhr der Zelle. Sie sind ein intrazellulärer Verdauungsapparat, der sowohl zelleigene wie auch Fremdstrukturen durch Pinozytose und Phagozytose aufnimmt und abbaut. Dafür enthalten sie reichlich Enzyme, welche Eiweißstrukturen, Zucker und Fette sowie Erbsubstanzen spalten. Das Endprodukt wird Teil des Zellstoffwechsels. Einzelne Lipide werden oxidativ verändert, sodass die Enzyme der Lysosomen sie nicht abbauen können. Dadurch bleiben sie im Lysosom liegen. Man nennt diese braunen Stoffwechselprodukte Lipofuscine oder einfach Alterspigment. Schließlich treten diese bevorzugt im Alter auf, vor allem an Herz und Leber.